Servus Leute, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es das Review zu der Amy Luna. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Review. So. Und damit willkommen zurück zum Review von der Amy Alu Luna, einer ziemlich großen Einschlauch-Alu-Pfeife aus dem Hause Amy. Sie ist relativ neu und kommt für 89 Euro zu euch nach Hause. Was da alles dabei ist, zeigen wir euch erstmal im Aufbau. So, dann kommen wir mal zum Aufbau, Leute. Ich würde sagen, wir fangen bei der Base an. Ihr seht schon, auf einer Seite ist eine Kugel drin, auf der anderen ist keine. Da, wo keine Kugel drin ist, schrauben wir den Schlauchanschluss fest. Da gehört auch noch ein Schliffanschluss dazu, der ist aber gerade schon am Schlauch. Ist ein ganz normaler 18,8er Schliff, die kennt ihr ja mittlerweile. Hier sitzt die Kugel drin, da machen wir das Ausblasventil drauf. Das ist alles in diesem schönen Schwarz gehalten, was mir ziemlich gut gefällt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Leuten nicht gefällt, aber ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Was ich nicht so mag, ist dieser riesen Amy Deluxe Schriftzug hier vorne drauf. Ich finde, da hätten die einfach klein hier das Logo, irgendwie das Logo hier damit draufpacken müssen. Hätte meiner Meinung nach besser gepasst, aber ist jetzt auch nicht störend. Man kann ja zum Beispiel einfach die Seite nach vorne halten. Drinne seht ihr schon, ist dieses Mehrkammersystem. Sie nennen es nicht Closed Chamber. Ich schätze mal irgendwie patentrechtlich, weiß ich nicht. Hier seht ihr auch noch den Anschluss für das Klicksystem. Es funktioniert aber ganz gut. Also es pustet auf jeden Fall besser aus als ein normales anderes System. Da packen wir jetzt mal das Tauchrohr dran, das übrigens natürlich aus Edelstahl ist, damit es nicht wegrostet. Der Rest der Pfeife ist ja aus Alu. Und unten kommt dann noch der Diffusor dran, der ein kleines bisschen rot angelaufen ist, wegen der Lebensmittelfarbe in der Bowl. Deswegen haben wir die Bowl jetzt auch schon hier stehen. Wir wollten das Wasser nicht rausmachen, haben wir erst einmal mit geraucht. Oben kommt dann die Rauchsäule drauf, die übrigens riesengroß ist. Also wirklich extrem lang im Vergleich zur Rest der Pfeife. Und wie ihr seht, habt ihr hier oben einen 24-4er Schliff entgegen dem Standard von einem 18-8er. Passen da dann leider nicht so viele Molassefänger drauf. Aber ich denke mal, die Pfeife richtet sich ja eher an Anfänger. Und wenn dich der Anfänger dann eine Pfeife holt, kann er sich ja dann direkt den 24-4er Schliff holen, der dann hier auch gut drauf passt. So, da kommt dann der Kohleteller dazwischen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hält. Da kommt dann der Kopfadapter einfach dagegen. Somit verschraubt ihr das alles. Und dann gibt es noch, wenn das hier dran ist, gibt es hier noch diese Einlegplatte, die ihr hier drüber legen könnt. Ich finde die jetzt nicht so schön. Ich lasse die bei mir immer weg. Aber ihr könntet hier die Kohle drauflegen auf diese Aussparung. Und dann hätte die Kohle von unten Luft und würde eben nicht so schnell ausgehen, was natürlich ziemlich praktisch ist. So, das Ganze jetzt mal auf die Bowl und dann zeigen wir euch die Pfeife mal im Ganzen, wie sie fertig aufgebaut aussieht. Ja, Leute, ihr habt fast alles gesehen, was bei der Pfeife dabei ist. Was ihr nicht gesehen habt, ist der Standard Amy Kopf, der nochmal auch noch dabei ist. Ich zeige auf die Stelle, aber es ist nicht dieser Kopf. Den Amy Standard Kopf kann man am Anfang benutzen, aber jeder, der ein bisschen länger Shisha raucht, wird da wahrscheinlich relativ schnell keine Lust mehr drauf haben und das Ganze dann durch zum Beispiel ein Oblaco mit Smokebox umtauschen. Außerdem dabei ist noch der Schlauch, der Schliffanschluss, der an dem Schlauch dran ist und noch dieses Mundstück. Für 89 Euro finde ich das wirklich ein ziemlich krasses Set. So, kommen wir als nächstes mal zu der Verarbeitung. Für 89 Euro bekommt ihr eine Alu-Pfeife, die ziemlich gut verarbeitet ist. Ihr könnt es natürlich nicht mit einer 200 Euro Edelstahlpfeife vergleichen, aber ich finde für 89 Euro im Komplettset mit dieser Verarbeitung ist das ein ziemlich gutes Angebot für Anfänger und ich denke auch genau an die wird sich dieses Angebot richten. Die Pfeife wird euch wahrscheinlich nicht 10 Jahre halten, aber ist auch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, für einen Anfänger ist es eine sehr, sehr geile Pfeife. Und der möchte ja vielleicht dann eh nach 1, 2, 3 Jahren nochmal was anderes haben und greift dann vielleicht zu einer größeren Amirs, die dann auch aus Edelstahl ist oder einer anderen Shisha. Also ich finde die Verarbeitung auf jeden Fall gut. Es gibt keine krassen Mängel, ihr habt keine Blasen in der Bowl, ihr habt keine Kratzer irgendwo auf dem Lack oder sowas. Geht auf jeden Fall alles klar. An der Stelle einmal kurz sorry, dass man die Pfeife nicht komplett sieht. Wir blenden euch auf jeden Fall nebenbei noch Aufnahmen von der kompletten Pfeife ein, aber die ist einfach definitiv zu groß, um die in unserem kleinen Studio irgendwie noch komplett ins Bild zu kriegen. Deswegen die kleine Notlösung neben mir auf der Couch. Kommen wir als nächstes zum Rauchverhalten.
Das ist auf jeden Fall erstaunlich gut. Also dadurch, dass ihr keine Kugel im Schlauchanschluss habt, ist der Durchzug wirklich brutal. Ich nehme jetzt mal einen vollen Zug. Ihr könnt ja mal gucken, wie schnell das geht. Ihr wisst ja durch die anderen Videos schon so ungefähr, wie schnell ich ziehe. Und ihr seht's, auf jeden Fall ordentlich Rauch, ordentlich Durchzug. Also ich bin auf jeden Fall begeistert. Auch das Auspusten geht extrem leicht. Ich entlüfte mal. Also ihr seht schon, da habt ihr relativ schnell ganzes Lungenvolumen durchgeballert und entlüftet wirklich auch ziemlich schön. Also dieses Mehrkammersystem von Amy funktioniert da auch hervorragend. Ja, jetzt war das ja bis jetzt relativ viel Lob für die Amy Aluluna. Deswegen kommen wir zu so ein paar Negativpunkten, die mir aufgefallen ist. Wie ihr in der Einblendung gerade seht, das Logo ist nicht so schön aufgedruckt und auch relativ groß. Also ich hätte mir da vielleicht eher das kleinere, runde Amy-Logo gewünscht, das da auf die Base gepackt wird. Ich finde es einfach nicht optisch ansprechend. Es sieht eher so ein bisschen billig und schnell gemacht aus. Das andere Amy-Logo ist deutlich schöner. Und dadurch, dass die Pfeife eigentlich relativ schön aussieht, also mich holt sie optisch definitiv ab, ist das so ein kleiner Negativpunkt. Was auch nicht super cool ist, aber auch kein riesen Negativpunkt ist, ist der 24-4er-Schliff oben, wo ihr einen Molassefänger draufpacken könnt. Wenn es jetzt so ist wie bei mir und ihr nicht so viele 24-4er, nämlich genau 0, daheim habt, müsst ihr sie auf jeden Fall ohne rauchen. Ich habe damit kein großes Problem, weil ich eh relativ selten mit Molassefänger rauche. Aber es ist was, was man im Hinterkopf behalten sollte. Wenn man 18-8er-Dinger daheim hat, werden die Molassefänger nicht da drauf passen. Weder ein Negativpunkt noch ein positiver Punkt ist die Größe, aber muss ich dem einfach bewusst sein, wenn ihr noch so einen großen Kopf wie zum Beispiel den Oblako oben drauf packt, ist die Pfeife gut und gerne 80 cm hoch, was schon wirklich heftig ist. Also um die auf den Tisch zu stellen, ist sie wirklich verdammt groß, aber neben der Couch auf dem Boden geht das Ganze auf jeden Fall klar. Ich stehe ja eher auf kleinere Pfeifen, deswegen rauche ich ja zum Beispiel auch meistens mit meiner Shishaya. Für mich wäre das einfach ein relativ großer Akt, das Ding immer durch die Wohnung zu schleppen, in der Spüle sauber zu machen. Aber es gibt auch viele Leute, die stehen total auf große Pfeifen und machen die sowieso in der Badewanne sauber. Und dann geht das auf jeden Fall klar, aber solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Kommen wir zu einem relativ subjektiven Punkt, der Optik. Es muss natürlich euch abholen und was ich dazu von meiner Meinung aus dazugeben kann, tut relativ wenig zur Sache, solange euch die Pfeife gefällt. Ich finde sie allerdings ziemlich schön. Ich finde die Bowl extrem gut gelungen. Ich mag total die Kurve in der Bowl. Ich mag sehr diese Musterung in der Bowl. Und ich finde auch, dass sie komplett schwarz gehalten ist, bis auf die Bowl extrem schön. Ich stehe sowieso auf matt schwarz, von daher holt mich die Pfeife perfekt ab. Ich finde die Rauchsäule ist sehr gelungen, ja, mit diesem mit der einen geschwungenen Linie durchgehend nach unten, diesem kleinen Element in der Mitte, der relativ kantigen Base. Ich finde, das passt einfach alles sehr, sehr gut zusammen. Auch den Kohleteller finde ich gelungen. Das Einzige, was mir optisch nicht gefällt, ist eigentlich das Logo und diese Einlage oben für den Kohleteller. Aber da die Pfeife so groß ist, muss man das eigentlich in der Regel nicht sehen, solange man sie auf einem Tisch stehen hat. Also mich holt die Pfeife auf jeden Fall optisch ab, aber das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. So, das Fazit zu der Amy Aluluna. Ich finde, gerade für den Preis und in diesem Set ist es auf jeden Fall eine extrem gelungene Pfeife. Wenn ich mir überlege, dass ein Mundstück noch einen 10er kostet, oder sagen wir mal, Alu-Mundstück nur ein 5er, ein Schlauch nochmal ein 5er, Kopf nochmal ein 5er und das Kaminset nochmal 10 und ihr dann das vom Preis von 90 Euro runterrechnet, finde ich das wirklich extrem krass und dafür bekommt ihr eine extrem geile Pfeife. Ich kann die besten Gewissens an alle Anfänger empfehlen. Es ist wirklich ein brutales Paket, das sich einfach sehr, sehr gut rauchen lässt. Das soll es damit auch zu unserem Review von der Amy Aluluna gewesen sein. Wie gesagt, ein sehr geiles Set für Anfänger. Ich kann sie besten Gewissens empfehlen. Und für ein Anfängerset muss ich der Pfeife auch definitiv 9 von 10 Sterne geben. Einen halben Punkt gibt es Abzug wegen dem Logo, das mir definitiv nicht gefällt. Da hätte man einfach was Schöneres draufpacken können. Und wegen dem 24-4er Schliff, der meiner Meinung nach einfach nicht hätte sein müssen. Da hätte man auch oben einfach ein bisschen dickeres Rohr nehmen können und dann 18-8er Schliff reinpacken können. Aber, wie gesagt, ein extrem krasses Set für Anfänger und definitiv eine Kaufempfehlung für Anfänger von der Shisha WG. Leute, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo dalassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG.